Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute stellen wir euch das neu eröffnete 5-Sterne-Hotel Steigenberger Resort in Rasoma vor. Rasoma liegt am Soma Bay, einer der schönsten Strände Ägyptens. Mit dem Taxi benötigt ihr ungefähr 45 Minuten von Hurghada zu diesem Hotel. Habt ihr Lust auf mehr Videos von neuen Hotels? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt, die Glocke aktiviert und uns abonniert. Das neue Steigenberger Hotel verfügt über 409 Zimmer. Wir hatten ein Standard-Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick gebucht. Es gibt ein geräumiges Ankleidezimmer mit viel Platz, was wir sehr toll fanden. Das Badezimmer ist schön groß, hell und verfügt über eine Regendusche. Auf dem Balkon hat man viel Platz. Optional gibt es auch Zimmer mit privatem eigenem Pool. Es gibt zwei wunderschöne Poolanlagen mit tollen und bequemen Liegemöglichkeiten. Wir können euch beim Wunsch eines guten Karamell-Frappuccinos die Poolbar empfehlen. Ebenso gibt es zwei Whirlpools und einen separaten Kinderbereich. Hier am Soma Bay trifft Sandstrand auf klares, türkisblaues Wasser. Weit und breit gibt es an diesem Strandabschnitt keine weiteren Hotels. An diesem Strand gibt es viele Liegemöglichkeiten, auch Liegemöglichkeiten, die windgeschützt sind. Für ein gutes Mittagessen steht euch das Mittagsbuffet im Haupthaus zur Verfügung, das Maya-Restaurant direkt am Strand sowie der gute Italiener mit offener Küche. Nebenbei ein kleiner Reisetipp von uns. Wie ihr am besten und am günstigsten eine Reise bucht, packen wir euch in die Videobeschreibung. Fürs Abendessen steht euch wieder das Hauptbuffet zur Verfügung sowie 4 weitere Themenrestaurants. Das Seafood-Restaurant, der Libanese, der Asiate und der Italiener. Da die Essensauswahl so riesig ist, haben wir euch einen kleinen Teil des Frühstücks abgefilmt. Es gibt täglich frisch zubereitete Säfte, Kaffeegetränke, Teegetränke und alles, was man im Urlaub braucht. Und bevor wir es vergessen zu erwähnen, das Essen hier ist super lecker, egal ob Themenrestaurant oder Hauptbuffet, es ist für jeden was dabei. Während des Tages gibt es eine gute Animation, wie zum Beispiel Yoga, Latin Dance oder Beachvolleyball. Außerdem gibt es einen Kids Club, einen Spa-Bereich, ein Fitnessstudio sowie einen Tennisplatz. Zum abendlichen Vergnügen gibt es tolle Sitzmöglichkeiten in der Safari-Bar, die sich beim Hauptgebäude befindet. Hier gibt es tolle Unterhaltung und gute Getränke. Für uns ist das Hotel eine 10 von 10
und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Über weitere Unterstützung von euch würden wir uns freuen. Ihr hört von uns, eure Travelers!